Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Orange on Black. Heute zu einer Spielevorstellung. Nämlich dem Owen Pete's Falling Sand Game. Dieses Spiel basiert eigentlich hauptsächlich darauf, viele verschiedene Elemente, nenne ich es mal, es sind, also jetzt nicht chemische Elemente, sondern, aber naja, das zeige ich später, miteinander reagieren zu lassen. Eins vorab noch, dieses Spiel ist wirklich, wirklich nur für Menschen geeignet, die experimentierfreudig sind und nicht unbedingt einen tieferen Sinn oder gar eine Story in einem Spiel suchen. Und runterladen könnt ihr euch das Spiel auf www.peets.com und dann /Falling Sand Game. Aber der Link wird natürlich auch in der Videobeschreibung sein. Und dann seid ihr hier auf dieser Seite und klickt auf Download und Source und ladet es euch herunter. Das Spiel ist sehr klein, passt also auch auf jeden USB-Stick zum Mitnehmen, also bestens geeignet. Und ich habe hier schon mal was vorbereitet, und zwar habe ich hier eine Wand, hier unten eine kleine Pflanze und dann hier noch ein Wasser produzierendes Element quasi. Und das ist Wasser. Ich habe das Spiel hier pausiert und werde es jetzt wieder laufen lassen. Und während ich hier rede, könnt ihr ja zugucken, was passiert. Wir haben hier verschiedenste Sachen bisher, also allein schon vorgegeben, vom Spiel selber. Aber wir kommen gleich noch dazu, wo es noch wirklich verdammt viele Erweiterungen gibt. Wir haben Sand und Staub. Vielleicht ist es nicht wirklich überzeugend, wenn ich davon rede, dass es in dem Spiel Sand und Staub gibt. Aber, naja. Oh, es gibt Öl. Und jetzt kommt das Spannende im Spiel, es gibt Feuer. Wie gesagt, eigentlich nur eine kleine Spielerei. Aber naja, es geht um den eigentlichen Aufbau, all diese, die Verbindungen von all dem. Und wir sehen jetzt hier, wie die Pflanze dem Wasser entgegenwächst. Was gibt's hier noch? Ah, Wasser. Hier können wir die Pinselgröße einstellen. Das reicht von 1, was nur so ein kleiner Strahl ist, bis hin zu 128, was so ein Batzen ist. Wenn man etwas entfernen will, dann ist es die einfachste Methode, einfach hier Empty auszuwählen und es dann quasi die Stelle, wo vorher das war, was man entfernen wollte, mit nichts aufzufüllen. So, die Pflanze ist gewachsen und dann fackeln wir sie einfach mal ab. Wer gerne eine Erweiterung haben will, der klicke hier auf File und dann Load Physics from Online Wiki. Und dann bekommt er hier alle Mods aufgelistet. Dann nehme ich hier mal den Inferno-Mod. Und der beinhaltet 38 Sprengstoffe und, wenn ich mich jetzt gerade nicht verlesen habe, einen Vulkan. Slime. Slime hört sich gut an. Ich will Slime. Okay. Fire. Wow. Okay. Jetzt will ich Schießpulver. Schwarzpulver. Die altbewährte Mischung aus Kaliumnitrat, Holzkohle und Schwefel. Für jeden, der im Chemieunterricht aufgepasst hat. Oh ja, das macht kaputt. Dynamit. Okay, für alle, die aufgepasst haben, ja, ich bin ein Spielkind. Bis zu einem nächsten Video von Orange or Black. Wenn euch das gefallen hat, abonniert uns doch einfach. Dann bis zum nächsten Mal.